Hallo zusammen, heute geht's wieder mal um den Katalog, ausnahmsweise, der hat noch viele Seiten. Und zwar geht's um die Seite 35, das ist der Kühlschrank 66. Das ist die Bauart 66, früher war mal 67, es kam der Chromstahlversion, die war 68, das hat nichts mit den Litern zu tun, sondern das ist die Baureihe. Der 46er da, das ist der kleine hier daneben. Aber der 66er, der hat 60 Liter Inhalt, 6 ist die Baureihe und F hier hinten ist ohne Eisfach. Da habe ich ein Video gemacht, warum. Und dieser Kühlschrank, der hat 48 breit, das ist Norm im Wohnwagensektor und eine Höhe über alles von 622. Wir haben hier Eisfächer, da gehen Literflaschen rein, mechanischer Thermostat und hinten eine belüftete Kühlmaschine. Ja, viel gibt es zu diesem Kühlschrank nicht zu sagen. Der ist sehr verbreitet in kleineren bis mittleren, eher kleineren Wohnmobilen und auch Booten. Was es noch gibt, es gibt den gleichen Kühlschrank, klar, da mache ich morgen ein Video, will nicht so weit vorgreifen, sondern der Kühlschrank sitzt die Kühlmaschine nicht hier unten, sondern da sitzt die Kühlmaschine obendrauf, extern, da kann ich dann, habe ich einfach im gleichen Volumen mehr Inhalt. Es sind 15 Liter und ihr wisst ja, das Wichtigste für eine Frau beim Campen oder ein Boot, das ist nicht von mir, das ist das Klo oder die Toilette oder die Hygieneabteilung. Und nachher kommt der Kühlschrank. Und Kühlschrank ist wichtig, nicht nur fürs Bier, auch die Lebensmittel. Man kann nicht nur vom Bier leben, das sei ungesund, habe ich gehört. Mit dem, morgen mache ich euch ein Video über diesen Kühlschrank und hier unten verlinke ich euch das Video zwischen dem normalen und dem ohne Eisfach. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.